Ja, moin moin, neue Folge Fallout New Vegas. Ich habe die ganzen Ghouls mal noch massakriert. Da habe ich schon ausgemacht. Wir kommen gerade zu ihm. Von der Sprechanlage, Glatthaut. Auf geht's. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zu mysteriösen Stimmen. Gott, sind Sie hässlich! Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Der meint, er ist ja gut. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut. Wählen Sie lieber die von Jason. Ach, vielleicht, dass man nicht irgendwie jemanden noch... provozieren. Hier gäbe es ja auch noch viel anzuschauen. Jason. Das heilige Feuer wird uns zur Erlösung tragen. Ja. Zu was werdet ihr da? So was werden die recycelt? Ist da rauf? Das heilige Feuer wird uns zur Erlösung tragen. Ist zu befürchten. Tut mir leid, wir sprechen nicht mit Außen. Das heilige Feuer wird uns zur Erlösung tragen. Aha. Wenn ich die umbringe, könnte ich da einiges nehmen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo Jason ist, weil ich nicht im Dude bin hinterher gelaufen. Oh, das ist ein leuchtender Gold. Hallo, Wanderer. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Und Sie haben sie wie Tiere niedergeschossen, nicht wahr? Diese Ghule waren Teil meiner Herde, auch nachdem der Wahnsinn ihren Geist verzerrt hatte. Wir ließen sie nie frei umherwandern. Wir verwahrten sie sicher im Erdgeschoss. Wir hielten sie unter Verschluss. Die Dämonen müssen sie irgendwie freigelassen haben. Und jetzt sind sie auf ewig verloren, ohne die Erlösung und das heilende Leuchten der weiten Ferne zu kennen. Denken Sie bitte daran, dass jeder wilde Ghoul, den Sie verschonen, eine Seele ist, die wir später retten können. Sobald der Weg frei ist, begleiten uns unsere wilden Brüder und Schwestern auf der langen Reise. Sofern noch welche übrig sind. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da.
Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Super. Noch die Batterie ausgegangen, das ist ja geil. Andere Controller, ne? Moment. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Sorry, ich muss einen Batteriecontroller werfen. Gepriesen. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Direkt in den Keller. Circa weiss ich woher. Jetzt bin ich aber an einem anderen Ort raus. Ich bin leider überladen. Ich muss gut überlegen, wo ich her muss. Schon in die Richtung.
Richtung. Ich glaube hier durch, ja. Also wahrscheinlich sind die noch unsichtbar. Das könnte ja lustig werden. Das sind so Mutanten. Zappen wir mal alles ab. So ist das ein Wald? Hören die doch. Das Labyrinth, die Fahne sieht alles so gleich aus. Schon bald klären. Gegrillt ist, glaube ich, aber nicht. Ja,
so viele Wege, die es durchgeht. Was ist das? Das Telefon. Selber ausdelfen. Schrott. Brauche ich den wahrscheinlich, um Munition zu machen? Ich habe ihn nicht überladen. Jetzt mal schauen, ob ich aus ihm etwas rausholen kann. Ich bin nicht sicher. Kugel sicher nicht. Kamera nicht. Ein Händler wäre cool. Ich glaube, die Händler dort nicht. Genau so. Thank you.
Legionäre handeln. Gewicht zu reduzieren. Irgendetwas übersehen. Da wären noch mehr Wunderkleber. Scheiße. Ich habe auch Sachen lassen. Rüstung aufgenommen. Ich wollte das Altmetall noch nehmen. Das schmeisse ich wahrscheinlich schon bald wieder weg. Muss da viel liegen. Händler sagt, du der, der meine Sippe tötet. Händler sagt, du musst sterben. Ich mach. Ich noch, dass wir mehr tragen können, aufleveln, beim nächsten Mal.
das gewesen? Stromleiter finde ich hier jede Menge. Das ist aber ein schwer. Ist was. Das Zeug, das ich gut kann, verkaufen. Elektroschrott oder der normale Schrott. Das ist ein Becher sowieso. Das Mittel ja schon viel von dem gesammelt. Jetzt können so Zündflammen und so wieder mehr kommen, aber hier wird so viel Altmetall rumliegen. Irgendwann wird es brauchen und hacken. Also hier schließen wir sicher an. Dann müssen wir davon mal schauen, dass wir alle anderen gefunden haben. Komm und hol's dir, du großes Dummes. Hey, sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind sie? Und er hat ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass sie ihren Arsch riskieren und nicht er seinen, stimmt's? Dann mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge aber das Leben. Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar, ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hier runter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brights Gruppe ein paar ultrascharfe Guletten gibt. Oder vielleicht sollte ich das doch... Wie dem auch sei, ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren. Und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt.
Darum muss ich den töten. Hm. Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich Ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutantenbastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung, tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht, aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Danke. Lassen Sie mich wissen, was Sie herausfinden. Hoffentlich geht es ihr gut. Also da scheint er sicher keine Mutanten zu sein. Wir werden wahrscheinlich irgendwann dahinter müssen. Das heisst, hier irgendwo ist noch einer. Ich weiß nicht wo. Wo wir die Freundin müssen suchen, haben wir auch gefunden, den Keller. Geile Waffe. Ich habe das Problem mit Gewicht. Eng. Ich muss endlich aufleveln. Jetzt kann es von hier nicht wegwerfen. Und zum Null nehmen wir noch. Bringen. Sehr gut. Ich
Lebensmittel habe ich eh schon genug gesammelt. Altmetall, Schaltbech. Das braucht ihr eigentlich. So klar kommen. Geht es auch wieder runter. Irgendwo her. Stimmt, genau, Gebiet. Das ist zum Kotzen. Ich müsste irgendwo, bevor ich da bin, hätte ich irgendwo müssen Zeug hinterlegen. Hier hat es Material. Gefängnisschlüssel. Entspaltungsbatterien hat es. Elend, und muss irgendwann wieder her. Irgendein Mutant verwirrtschen. Das wäre hier wirklich sehr einträglich. Ich bin schon fast überfüllt hier runter. Das ist der See. Das ist der See, den er auch sucht. Ja. Richten. Aber wo ich noch nicht war, war ein spezieller Kellerabteil. Ich fürchte, dass da doch noch irgend so ein Abmutz drin ist oder ein Monster. Thank you.
Typ, den ich muss benachrichtigen. Hier ist der Keller. Eine stärkere Waffe. Da später noch mal rein. Das kann sein, dass das bis über die Stadt geht. Ich muss das später eh noch mal her. Da gehen wir noch weiter. Das Flugzeug für die Raketenzeug suchen. Diesen fucking Ghoulen hat es keine Hände. Ui. Das sind Atombomben. Aber gar nicht, ehrlich gesagt. Der Leiter geht ja auch noch irgendwo her. Durchknallte die schlechte Nachricht. Es kommt ein System, das wir Geräte bauen, ein anderer hat aber, dass man so die Atombombe gezündet wird. Haben Sie meine Freundin gefunden? Ich verstehe. Nun, ersparen Sie mir die Details. Verdammt, was werde ich das krumme gelbe Lächeln vermissen. In Ordnung. Sie haben Ihren Teil erfüllt. Jetzt erfülle ich meinen. Sehen Sie sich hier oben ruhig um. Ich breche Richtung Oberfläche auf. Ja, ist abgeschlossen, oder? Vorerst. Die sind so stark, RFL.
Buch. Wirklich. Wir können die Ärztetasche dabei. Wir müssen über den Laden sein. Das Zeug nicht gegessen. Dass du mit der Sprechanlage kannst klären mit. Das ist wieder der schnellste Weg. Jason ist der, der leuchtet. Gute Arbeit, Glatthaut. Hätte nie gedacht, dass ich es aus dem Raum schaffe. Bis später. Ist der, der Suche hier? Ist der Weg frei? Gepriesen sei der Schöpfer und gepriesen seien Sie. Der Weg ist frei. Ich werde meine Herde durch den Keller zur heiligen Stätte führen. Ich hoffe, dass Sie uns dort besuchen werden. Es gibt noch viel zu tun. Ich entschuldige mich, aber ich muss mich meiner Herde widmen. Sieht irgendwie nicht so aus. Die geht zur Atombombe. Ich habe immer noch alles Diebstahl, den ich da nehmen würde. Natürlich.